Und Christian Beifuß für uns in Paris. Also Christian, lass uns noch mal einen kurzen Moment schwelgen. Hat dir denn diese Abschlussfeier gefallen? Ja, ich fand, das war wirklich der richtige, passende und runde Abschluss dieser wirklich gelungenen Spiele hier in Paris. Es war so, wie die Spiele waren. Es war so, wie wir uns die Franzosen und Französinnen vorstellen. Es hatte viel Gefühl, es hatte viel Emotion. Es hatte auch eine gewisse, ich will nicht sagen Arroganz, das ist das falsche Wort, aber das Vertrauen in sich selbst und zu zeigen, ja, wir können was. Und das haben diese Spiele eben auch gezeigt. Diese Spiele konnten viel. Diese Spiele waren, glaube ich, auch wichtig, um wieder zu zeigen, der Sport kann etwas bewegen nach den Corona-Spielen auch von Tokio. Es war eine tolle Atmosphäre hier in Paris. Und ja, wir haben es gerade im Beitrag schon gehört, genau das wollte ich eigentlich auch gerade sagen. Spiele verändern nicht die Welt, aber sie können einen guten Beitrag leisten. Und ich glaube, da hat Paris sehr, sehr viel geleistet in diesen Tagen. Christian, jetzt sind wir deutsch, das heißt, es gibt immer ein bisschen was zu meckern und da muss man jetzt ans eigene Team mal denken. Die Bilanz, da haben wir uns ja doch ein bisschen mehr erwartet. Ja, da muss grundsätzlich nachgedacht werden, denn der Trend ist hier überhaupt nicht your friend, weil es geht seit der Wiedervereinigung geht es bergab mit der Menge, mit der Anzahl der deutschen Medaillen bei Olympischen Spielen. Das ist jetzt der Tiefstand hier, was die Menge angeht. Bei Gold und Silber ist es ein bisschen mehr als in Tokio, aber insgesamt durch die fehlenden Bronzemedaillen ist es dann eben weniger und nur Platz 10 in der Gesamtwertung. Und Frank Ulrich, der Vorsitzende des Sportausschusses des Bundestages, hat es gesagt, wir brauchen mehr Leistungsgedanken wieder im olympischen Sport. Wir brauchen aber auch mehr Geld, das sagen nicht nur die Athleten, das sagt auch die Bundesregierung. Die plant nämlich ein neues Gesetz, ein neues Sportfördergesetz. Da sind so 300 Millionen Euro, stecken da so etwa drin. Das soll dann aber nicht mehr über die Landesverbände gestreut werden und die gucken dann, was sie damit machen, sondern es soll zentralisiert werden. Das machen andere Länder wie Großbritannien oder Franzosen oder auch die Holländer. Und dann soll ganz gezielt reingesteckt werden, dort, wo man sich mehr erwartet. Das kann man jetzt so oder so sehen. In der Spitze und auch in der Medaillenausbeute wird das vermutlich helfen. Allerdings werden viele Verbände dann auch mit leeren Taschen dastehen und einigen wird dann eben vielleicht die Teilnahme bei Olympia gar nicht mehr möglich sein. Das wäre schade. Christian, vielen Dank.